Ganz herzlich willkommen an alle, die heute Sonntagabend sich Zeit genommen haben, an dem Vortrag vom Dr. Michael Hart dran teilzunehmen. Es geht um die Varroa, die Milbe, ihr Lebenszyklus und die Bekämpfungsmöglichkeiten. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema für alle, die sich mit Bienenhaltung beschäftigen. Dr. Michael Hart wird sich selber dann nochmal vorstellen, was er tut. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes Sächsischer Imker und Mitglied im Präsidium des Deutschen Imkerbundes. Und da ist einer seiner Themenschwerpunkte auch die Bienengesundheit. Und damit möchte ich Ihnen aber auch das Wort übergeben und freue mich schon auf die Inhalte. Vielen Dank für die Einladung zu der Session und ich freue mich, dass ich was über die Varroamilbe hier erzählen kann. Ich bin seit Jahren schon mit den Bienen beschäftigt, habe jetzt seit über 40 Jahren die Bienen und bin Fachtierarzt für Bienen und arbeite im Labor. Und ja, nutze jetzt die Gelegenheit, was über die Varroa, die Milbe, den Lebenszyklus und die Bekämpfungsmöglichkeiten zu erzählen. Anlass ist, dass ja heute es relativ warm ist und es jetzt Zeit wird, den Baurahmen einzusetzen. Und das so die erste Maßnahme ist, um die Varroa-Entwicklung im Jahresverlauf zu beeinflussen. Wenn man das nicht rechtzeitig im Griff hat, endet das zum Jahresende so. Das Bild der Varroose ist gekennzeichnet durch Kahlfliegen und durch hohen Totenfall waren Varroamilben auf der Einlage, verkrüppelte Bienen und dergleichen. Das wollen wir natürlich vermeiden. In der Brut sieht es dann so aus, dass man etliche Milben an den Puppen sieht. Das sind geschlüpfte Jungbiene, die Varroamilben liegen gleich daneben. Hier rechts im Bild sieht man ja unterentwickelte Puppen, die die letzte Häutung noch nicht erreicht haben. Wo kann ich mich informieren? Einerseits digital, andererseits analog. Es gibt Anfängerbücher, Imkerzeitungen, Nachschlagewerke. Im Antiquariat wird man diesmal zum Thema Varroa nicht so fündig. Die ist erst seit den 80er Jahren hier in Deutschland verbreitet. Hilfreich sind auch wissenschaftliche Publikationen und auch, wenn es um die Behandlung geht, die Broschüren der Arzneimittelhersteller. Digital kann ich sehr empfehlen die Imker-App des Deutschen Imkerbundes und die Online-Plattform Die Honigmacher. Auch die Merkblätter der Bieneninstitute geben wichtige Informationen. Und auch hier natürlich online findet man wissenschaftliche Publikationen und die Broschüren. Ja, hier die Startseite der Imker-App und ich habe hier mal den Screenshot gezeigt zum Thema Varroa aus dem Bereich Bienengesundheit und auch bei den grundlegenden Arbeiten gibt es ein Kapitel, was sich mit dem Varroa-Behandlungskonzept beschäftigt und auch hier mit der Varroa-Befallsdiagnose. Das ist sozusagen gerade in jetzigen Zeiten, wo der Kontakt aufgrund der Ausgangssperren nicht so möglich ist, ein Bienenpate für die Hosentasche. Merkblätter und Broschüren sind veröffentlicht worden. Das hier ist nicht mehr der neueste Stand vom Jahr 2007. Die Broschüre Varroa unter Kontrolle unter Federführung der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung, aber auch im Netz noch verfügbar, wenn man danach sucht. Die neuere Auflage ist dann nicht mehr kostenlos erschienen, sondern als Sonderheft bei der Biene und Natur. Hier ist mal ein Screenshot des Inhaltsverzeichnisses, das es auch als Lesensprobe online gibt, unter dem Link, der oben angegeben ist. Zunächst ist was dargestellt über Varroa allgemein, über die Diagnosemöglichkeiten und dann die verschiedenen Bekämpfungstechniken, biotechnische Maßnahmen, chemische Bekämpfungsmaßnahmen für die Völker mit Brut und Völker ohne Brut. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Dann auch bei den Imkerzeitungen findet man Informationen einerseits in der Druckversion, andererseits auch auf den Internetseiten. Beispielsweise ist hier von Bienen und Natur jetzt auch aktuell das Thema Drohnenrahmen und Varroa bekämpfen mit Wachsernten behandelt worden. Hier als Beispiel noch auch von der Schweizer, vom Schweizer Bieneninstitut eine Internetseite und auch zum Thema Varroa-Biologie, Varroa-Bekämpfung und Resistenz ist hier was zu empfehlen. Ich habe diese Seite angegeben, weil man hier auch bei dem Thema Bekämpfung was über biotechnische Maßnahmen und Drohnenbrutentnahme dann findet. Die Internetseite des Landesverbandes Bayerischer Imker hat auch einen Abschnitt, der sich mit dem Varroa befasst. Hier ist die Internetseite des Instituts von Veitshöchheim und hier sind Merkblätter über die Befallsermittlung mit Ausweichmethode, Befallsermittlung mit der Puderzuckermethode genannt und es gibt auch hier Versionen für die Mobiltelefone. Dann die Seite des Landesbetriebes in Hessen, wo einerseits Publikationen veröffentlicht sind und Infos und Merkblätter.
Auch im weiteren Verlauf werde ich auf die Seite nochmal wechseln. Jetzt gehe ich einfach weiter. Und ganz wichtig hier die Internetseite, die Honigmacher. Ich will mal gerade auf den Link drücken. Dort wechsle ich nämlich gleich mal hin. Ja, jetzt bin ich hier auf der Internetseite der Honigmacher. Und wenn man hier zu dem Thema Varroamilbe wechselt, kriegt man da sehr umfangreiche Informationen, aktuell überarbeitet. Und ich wollte nur den Trick zeigen, wenn man jetzt für Schüler arbeiten oder im Verein was machen möchte, kann man sich auch Videos ansehen unter V-Video und zum Beispiel der Bauplan, der, muss mal warten, bis es gestartet ist. Na gut, was man jetzt hört. Das funktioniert jetzt nicht, ich wollte eigentlich in die Mitte dann springen, weil dort sieht man auch gerade dann, jetzt kann man in die Zelle hineinschauen und dort wird die männliche Varroamilbe und die weibliche Varroamilbe und die Begattung in der Zelle gezeigt. Aber das kann man sich ja dann zu Gemüte führen in Ruhe im Nachhinein. Ich komme jetzt hier zu den wissenschaftlichen Publikationen. Der Dr. Radke hat seine Doktorarbeit angefertigt über das Thema Brutentnahme bei der Honigbiene und der Einfluss auf die Leistung und die Parasitierung. Aus der Publikation werde ich nachher auch einige Grafiken zeigen. Auch für die imkerwissenschaftliche Publikation von der Frau Emmerich, zugelassene Arzneimittel für Honigbienen, Apis mellifera, hier in Deutschland. Und das ist ja eine wesentliche Grundlage, wenn man nachschauen möchte, welche Arzneimittel zugelassen sind. Und auch bei den einzelnen Behandlungen werde ich daraus einzelne Abbildungen zeigen. Also es sind erstmal alle Behandlungsmittel aufgelistet und die Anwendung auch mit Fotos dokumentiert. Auch Werbematerialien liefern fachliche Informationen. Ich habe jetzt nur als ein Beispiel das von dem Serumwert Bernburg. Das produziert die Ameisensäure, Milchsäure und vertreibt auch ein Thymolprodukt. Und hier ist zum Beispiel auch das Behandlungskonzept über das Jahr als Beispiel dargestellt mit den Maßnahmen von Drohnenbrutentnahme, also biotechnische Maßnahmen im Sommer, Sommerbehandlung und Winterbehandlung. Hier nochmal auch von der das Behandlungskonzept übergeben. Wichtig ist halt die Kombination verschiedener imkerlicher Maßnahmen mit der Anwendung organischer Säuren im Sommer, Befallskontrolle wichtig und anschließend dann, wenn notwendig, die Durchführung einer Sommerbehandlung. Starten wir nochmal mit der Geschichte der Varroa. Vor etwa 100 Jahren wurde sie entdeckt und von dem Herrn Jakobson in Indonesien. 1904 wurde es beschrieben und damals Varroa Jacobsoni benannt. Die ursprüngliche Wirt ist die asiatische Honigbiene. Die ist dann übergetreten auf die westliche Honigbiene, als sie zur Honigproduktion im asiatischen Raum eingesetzt worden ist. In den 70er Jahren kam sie nach Mitteleuropa und seit den 80er Jahren ist sie weit verbreitet. Erst in dem Jahr 2000 wurde durch molekularbiologische Untersuchungen die Milbe näher charakterisiert und dabei festgestellt, dass es verschiedene Varroa-Milbenarten sind und dass die Varroa-Milbe, die bei uns vorkommt, den Schaden verursacht, nicht die Varroa jacobsoni ist, sondern Varroa destructor. Es gibt davon zwei Haplotypen und hauptsächlich ist der virulentere Chorea-Typ bei uns vorhanden. Zur Biologie der Varroamilbe. Das Männchen ist kleiner als das Weibchen. Es lebt nur innerhalb der Zelle. Außerhalb der Zelle wird es vertrocknen, weil es nur wenig sklerotisiert ist. Es ist tropfenförmig und der Internet-Link hier funktioniert nicht mehr. Den habe ich 2003 abgerufen. Ein Parasitenkurs der Uni Hohenheim. Die Information auch hier zu den Varroa-Weibchen. Ein Bild durchs Mikroskop aufgenommen. Man sieht hier die verschiedenen Sinneshaare auf der Oberfläche. Die Beinpaare, die Milbe hat eine flache Körperform und hat keine Augen, sie kann auch keinen Schall wahrnehmen, hat aber verschiedene Chemo- und Thermorezeptoren an den Sinneshärchen und die sind auf den ganzen Körper verteilt. Das ist jetzt mal eine Aufnahme einer lebenden Milbe, etwas unscharf, weil die sich fortbewegt und in der kleinen Aufnahmen ist dann schwer festzuhalten war. Die habe ich aus einer Bienenprobe mal auf ein Blatt Papier gesetzt und sofort fing die relativ zügig an, sich in Bewegung zu setzen Richtung einer Biene, die in der Nähe war. Und das war dann egal, das war nur ein Stück von der toten Biene, aber das hat ihr gereicht. Das hat sie also sehr schnell sich hin bewegt. Zur Entwicklung in der Bienenbrut. Die Muttermilbe dringt in die Brutzelle ein und legt nach 60 Stunden ihr erstes Ei und weitere Eier in 30 Stunden Abstand. Die Entwicklungszeiten sind in dem Diagramm dargestellt. Zunächst die Eilarvenzeit ist beim männlichen
30 Stunden, beim weiblichen 22 bis 24 Stunden. Dann kommen die verschiedenen Entwicklungsstadien, Protonymphe, Deutonymphe bis zum Erwachsenen. Und es ist hier oben zu erkennen, dass also das Männchen und das erste Weibchen etwa zeitgleich erwachsen werden. Das Männchen begattet das erste Weibchen. Und wenn das begattet ist, interessiert sie sich dann nicht mehr weiter dafür. Wenn das zweite Weibchen dann entwickelt ist, wird das zweite Weibchen begattet. Und man sieht hier an der gestrichelten Linie die Entwicklungszeit parallel der Arbeitsbiene. Wenn die Arbeitsbiene schlüpft, kann die Varroamilbe sich in der Zelle nicht weiter paaren, weil die dann austrocknen würden. Und man sieht daran auch, dass bei der längeren Entwicklungszeit der Drohnen mehr Zeit für die Entwicklung der Varroamilbe gegeben ist. Deswegen ist die Reproduktionsrate bei der Arbeitsbrut 1 bis 1,5 und bei der Drohnenbrut 2,2 bis 2,6. Und die waren also die Biologie der Varroamilbe wurde von der Frau Garrido und Rosenkranz untersucht und die schließen daraus, dass von dem Bienenwirt der Stimulus ausgeht, die dann die Reproduktion in Gang setzt. Die Frau Ziegelmann hat intensiv das Kopulationsverhalten untersucht und herausgefunden, dass das durch Duftstoffe des Weibchens, also des Varroa-Weibchens, eingeleitet wird. Die Sexualpheromone bestehen aus 3 organischen Säuren, den Ethylestern. Und Ziel war natürlich, eine Methode zu finden, wie man die Kopulation stören kann, um vielleicht mal ein Produkt zur Bekämpfung entwickeln zu können. Und man hat herausgefunden, dass Ölsäure das Kopulationsverhalten der Milben stören kann. Soweit zur Grundlagenforschung, zur praktischen Anwendung, Untersuchung von Rosenkranz und Mitarbeitern über die Verteilung der Milben in der Arbeiterbrut und Drohnenbrut. Hier habe ich mal ein Foto eingestellt von einer ausgebauten Drohnenwabe. Diese Untersuchung ist 2003 veröffentlicht worden in der Apidologie und es hat sich gezeigt, dass im Frühjahr und Sommer zwischen 60% und 90% grob der Varroamilben in den verdeckelten Brutzellen sind. Die Drohnenbrut ist mit Faktor 9,7 stärker befallen als die Arbeiterinnenbrut und auch im März bis Juni befinden sich als ein Großteil der Milben dann in der Drohnenbrut. Also der weitaus größte Teil ist in der Drohnenbrut vorhanden. Deswegen ist also während der Brutphase das Entnehmen von Brut durchaus eine geeignete Bekämpfungsmaßnahme. Da die Varroamilbe sich in der Brut entwickelt und die Entwicklung der Brut temperaturabhängig ist, ist natürlich auch die Entwicklung im Jahresverlauf abhängig, wie früh die Saison beginnt. 2018 war der Februar recht kalt, also ein später Brutsaisonbeginn. Und deswegen war im 2018 auch der Varroa-Befall insgesamt bei den Völkern etwas niedriger. 2019 war es schon im Februar in Leipzig recht warm. Ich habe hier mal die Temperaturkurve bei 10 Grad markiert und schon ab Anfang Februar waren viele Tage deutlich über 10 Grad, teilweise bis 18 Grad. Es war eine lange Saison, lange Brutsaison und damit war viel Vermehrungsmöglichkeit für Milben gegeben. Ein weiterer Faktor, der eine Rolle spielt für die Auswirkung der Varroamilbe, ist das Zusammenspiel mit Viren. Viele Viren sind Varroa-assoziiert, das heißt, sie werden durch die Varroa übertragen und teilweise vermehren sie sich auch in der Varroamilbe ganz vorne ran. Das Deformed Wing Virus, der Verkrüppelflügelvirus und das akute Bienenparalysevirus. 2016 gab es eine Pressemitteilung, dass hier auch die Deformed Wing Virus untersucht worden ist, insbesondere auch in der Arbeitsgruppe von Robert Paxton war mit beteiligt und hat herausgefunden, dass diese Variante deutlich ansteckender ist als der Typ A und der sich in den letzten Jahren weiter verbreitet hat und das möglicherweise ein Grund dafür sein könnte, dass in den letzten Jahren noch mehr Völker an Varroa eingegangen sind. Aus der Publikation ist hier die Grafik gezeigt, es zeigt die Überlebensrate, Kontrolle, also nicht infizierte Bienen. Die blaue Linie ist der Typ A und die grüne Linie ist der Typ B. Und man sieht, dass bei dem Typ B nochmal die Lebenserwartung der Bienen deutlich verkürzt ist gegenüber der Typ A-Variante und natürlich ganz deutlich gegenüber der Kontrolle der nicht infizierten Bienen. Also gegenüber einer normalen Lebenserwartung von maximal 40 Tagen ist sie bei den virusinfizierten Bienen nur maximal 20 Tage. Und wenn man das auf die Winterbienen vielleicht analog schließt, wenn die dann statt 4 Monate nur noch 2 Monate überlebt, wird deutlich, warum sie dann bereits im Oktober vielleicht schon zusammenbrechen. Eine andere Studie befasst sich mit der
Häufigkeit von Viren. Auf Hawaii wurde untersucht, wie sich die Ausbreitung der Varroamilbe auf die Virusinzidenz und Prävalenz auswirkt. Nachdem die Milbe dort auf die Insel eingeschleppt worden ist, ist der Befallsgrad der Völker von 10% auf 100% angestiegen. Und auch innerhalb der Völker oder der einzelnen Bienen ist der Titer sehr stark angestiegen, nämlich um das Millionenfache von etwa 1000 Viruspartikeln pro Biene auf 1 Milliarde Viruspartikel pro Biene. Und die Diversität der Viruspopulation wurde auch reduziert. Es war am Ende fast nur noch ein einzelner Stamm von dem Virus vorhanden. Ja, das Varroa-Behandlungskonzept möchte ich nun vorstellen. Professor Katz auf dem Mitteldeutschen Imkertag ausgeführt, dass eine erfolgreiche Kontrolle der Varroamilbe das wesentliche Moment für das Überleben der Bienenvölker ist und dass viele Methoden zum Erfolg führen, wenn sie richtig angewendet werden und der Erfolg kontrolliert wird. Grundlagen sollen keine chemischen Bekämpfungsmittel während der Tracht sein, die Vermeidung von Rückstandseinreicherungen im Wachs, die Bekämpfungssicherheit durch die Kombination mehrerer Maßnahmen und ganz wichtig die Kontrolle des Befalls. Als Schema ist hier mal die Entwicklung dargestellt. Wenn man die Milbenentwicklung hier, das ist jetzt nicht maßstabsgetreu, darstellt als dicke Orangenlinie, die Brutentwicklung in hellblau und die Bienen in violett, dann geht das im Januar langsam los, das Brutgeschäft. Es gibt eine gewisse Startinfektionsrate und die Bienen gehen zunächst erstmal zurück. Im Frühjahr entwickelt es sich nach oben und kritisch wird es dann im Sommer, wenn das Brutgeschäft zurückgeht und dadurch durch die vielen Varroamilben die Brut mehrfach parasitiert werden wird. Es gibt dann eine Schadstelle, die hat der Dr. Liebig 2006 berichtet, die liegt bei 100 Milben pro Tag. Wenn das überschritten wird, dann ist das Volk irreparabel geschädigt. Wenn man das Volk rechtzeitig behandelt, dass die Grenze nicht überschritten wird, dann kann man die Völker erfolgreich über den Winter bringen. Derart stark befallene Völker müssen vor Aufzucht der Winterbienen von der Milbenfrasslast befreit werden. Das Konzept besteht aus mehreren Komponenten, den biotechnischen Maßnahmen, Drohnenbrutentnahme und Ablegerbildung. Dann folgt eine Befallskontrolle im Juni und Juli, gegebenenfalls eine Sommerbehandlung, eine zweite Befallskontrolle im Oktober und dann, wenn notwendig, eine Winterbehandlung. Unten sind die nochmal farblich dargestellt in dem Verlauf des Jahres. Ja, in der Bienennatur gibt es auch eine Leseprobe zum Thema Brutentnahme. So, ich müsste man jetzt sehen, also hier eine Leseprobe aus diesem Heftchen. Die Drohnenbrutentnahme ist hier beschrieben, wie es gemacht wird, welche die Auswirkungen sind. Und es gibt auch dazu dann verschiedene Schemazeichnungen. Also im Brutnest wird der Drohnenrahmen am Rand eingesetzt. Nach 9 bis 14 Tagen sollte er entnommen werden, durch einen neuen Rahmen ersetzt werden. Und das wiederholt man dann, solange die Bienen Brut erzeugen. Es ist nicht notwendig, dass man alle Drohnenbrut entfernt. Man braucht ja auch Drohnen für die Begattung der Königin. Wenn genügend Drohnenecken ansonsten vorhanden sind, reicht das aus. Wenn man sehr sauberen Arbeiterbau hat, kann man auch 2 bis 3 Drohnenwaben einsetzen oder die Waben im Wechsel ausschneiden. Unten ist noch die Bilder. So ist das dargestellt. Also unten den ausgebauten Drohnenrahmen schneidet man aus. Und man kann auch 2 halbe Drohnenrahmen verwenden. Es ist nicht zwingend notwendig, dass dazwischen ein Holzsteg ist. Man kann auch einfach mit dem Messer senkrecht schneiden. Für die Untersuchung kann man die ausgeschnittenen Drohnen köpfen und auswaschen. Das zeige ich später auch nochmal in Fotos. Auch unter dem Thema Aktuelles ist das Thema Drohnenbrutentnahme behandelt, auch mit einer Fotogalerie. Und das Prinzip ist, vom März bis Juli kommt immer darauf an, in welcher Region man lebt und wie die Klimabedingungen sind im Erzgebirge. In Höhenlagen wird es sicherlich jetzt noch nicht so weit sein. In den Niederungen kann man heute schon gut die Drohnenrahmen einsetzen. Das Prinzip ist, dass die Varroamilbe in der verdeckelten Brut gefangen wird. Und man kann 1 bis 3 Baurahmen pro Bienenvolk einsetzen. Man merkt dann schon, wenn es genug ist, wenn die Baurahmen mit Arbeiterbau ausgebaut werden, dann hat man genügend Drohnenrahmen eingesetzt. Und das Resultat ist, dass die Schadschwelle erst deutlich später erreicht wird. In der Kurve ist hier dargestellt, welche Auswirkungen das hat, ob ich einen Baurahmen einsetze oder ob ich eine fertig ausgebaute Wabe einsetze. Wenn die Bienen noch die Waben ausbauen müssen, also im Baurahmen, fängt man deutlich mehr Varroamilben, als wenn sie eine voll ausgebaute Wabe eingesetzt bekommen.
Deswegen ist es auch nicht sinnvoll, eine vorgefertigte Kunststoffdrohnenwabe zu verwenden. Das ist nur unnötig teuer. Und ich denke jetzt hier an dieses Gerät, was man dann elektrisch aufheizen kann. Das kann ein Wachsschmelzer besser. Und die Bienen bauen die Wabe aus und man hat noch einen besseren Effekt. Auf der Abbildung ist dargestellt die Auswirkung, wo der Baurahmen platziert wird, ob der zentral am Brutnest hängt oder randständig. Ich denke hier an die Hinterbehandlungskästen, wo der Baurahmen manchmal abseits vom Brutnest im Fenster angebracht wird, dann fängt man auch deutlich weniger Varroamilben. So sieht das unter praktischen Bedingungen aus. Einmal aufgekratzte Drohnenbrut und hier oben kann man schön den Befall mit Varroamilben sehen. Rechts mal in Großaufnahmen. Nochmal hier die Varroamilbe in größer. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Hier oben sind die blau-rosa Augenstadion. Und wenn man die aufkratzt, kann man die Varroamilben suchen. Aus dem Schweizer Bieneninstitut ist hier die Abbildung entnommen. Der Link ist oben dargestellt. Und im Laufe des Jahres sieht man, dass der Varroa-Befall bei Völkern, bei denen die Drohnenbrut geschnitten wird, deutlich flacher verläuft und erst später die Schadschwelle überschritten wird. Eine ähnliche Untersuchung, das hier ist aus 1994, hat der Dr. Radke 2008 gemacht. Er hat jetzt hier nicht den spontanen Milbenfall untersucht, sondern einen prozentualen Befall auf den Bienen und da nachgewiesen, gestartet im Mai und ausgewertet dann am August. Und da war bei der Kontrollgruppe, also die, wo keine Drohnenbrut entnommen wurde, der Befall etwa bei 21% mit einer starken Streuung, auch nach oben und unten. Und bei den Versuchsgruppen nur bei 3%. Der Effekt auf die Volksentwicklung war dann auch günstig. Obwohl den Völkern Energie und Drohnen entnommen worden sind, ist die Volksstärke dann im Juli deutlich stärker als bei den unbehandelten Völkern. Hier hat er dann auch auf dem Poster dargestellt die Nettozunahme und auch die ist bei den Völkern, wo man Drohnenbrut entnommen hat, die Zunahme deutlich höher als bei den Völkern, wo das nicht durchgeführt worden ist. Und man kann jetzt nicht nur Drohnenbrut entnehmen, sondern auch Arbeiterbrut. Es stellt sich dann die Frage, was macht man mit der entnommenen Drohnenbrut? Man kann also die Drohnenbrut zum Beispiel, wenn man auf der Belegstelle viele Drohnen braucht, auch behandeln mit einer physikalischen Behandlungsmethode Hyperthermie. Die Abbildung habe ich aus dem Jahresbericht 2013 vom Bayerischen Bieneninstitut entnommen. Leider ist sie jetzt aktuell nicht mehr im Internet, der Jahresbericht. Ich habe ihn zumindest jetzt aktuell nicht mehr gefunden. Diese Publikation stammt von der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung. Und da hat Herr Kablau eben das dargestellt, welche Temperatur nun optimal ist. Das sind die Ergebnisse dieses Versuchs, der im Jahresbericht dort veröffentlicht worden ist. Auch für 45 Grad kam es zum vollständigen Brutausfall. Bei 43 Grad waren die Drohnen unfruchtbar. Auch bei 42 Grad für 3 Stunden waren die Drohnen unfruchtbar. Allerdings reicht es aus, um eine hohe Milbenmortalität zu haben. Und bei 41 Grad für 2 Stunden waren die Drohnen nicht beeinträchtigt, also funktionsfähig. Und es gab allerdings eine geringere Mortalität der alten Milben. Die jungen Milben waren komplett geschädigt und konnten das auch sich nicht entwickeln. Das zeigt also, wie eng die Temperaturtoleranz ist. Ist also nicht so ganz einfach, sich mal ein Thermostat zu kaufen und dann mal das Volk aufzuheizen, was ich denke auch ein Problem ist in Verbindung mit der Bienensauna. Wenn ich die Geometrie des Kastens dort verändere, habe ich immer unterschiedliche Bedingungen und vielleicht doch nicht immer den Erfolg. Was nicht untersucht worden ist, die Temperaturauswirkung auf der Arbeitsbiene. Ich könnte mir vorstellen, dass auch, wenn ich zu heiß das entwickle, dass die Arbeitsbienen zwar schlüpfen, aber vielleicht doch nicht voll funktionsfähig sind. Man sollte also hier auf bewährte Methoden zurückgreifen. Wir haben bei uns im Verband den Varroa-Controller im Einsatz. Der ist von den Bieneninstituten mal auch getestet worden und hatte dort in dem Test die günstigsten Ergebnisse gehabt. Und da kann man also die Drohnenwaben, aber auch Arbeiterwaben chemiefrei behandeln. Es passen bis zu 18 Bruträmchen rein. Die Behandlung dauert 2 bis 2,5 Stunden, je nach Rämchengröße. Eine Nachteil, man sollte gedrahtete Rämchen verwenden. Bei Verwendung vom Naturbau ohne Draht brechen die dann leicht mal an dem Futterkranz ab. Das passiert bei gedrahteten Rämchen nicht. Ja, jetzt haben wir also festgestellt, wenn man Drohnenbrut schneidet, dass man die Befallskurve von dem hellorange dargestellt deutlich abflachen kann. Und im Herbst erst später behandeln muss und dann durch auch noch Spättrachten eventuell nutzen kann, ohne Sommerbehandlung.
Der nächste Schritt, den man verwenden kann, biotechnische Maßnahmen, ist die Ablegerbildung. Dazu rechne ich auch die komplette Brutentnahme, die in letzter Zeit sehr stark propagiert wird. Die Methode ist schon recht alt. Dr. Radke hat in seiner Arbeit 2010 die verschiedenen Methoden untersucht. Und das Literaturverzeichnis beschreibt hier schon die ersten Veröffentlichungen von 1980. Eine Abbildung aus der Doktorarbeit zeigt hier eine Versuchsgruppe. Das Ergebnis, die Überwinterungsquote. Blau sind die Kontrollvölker, gelb die Versuchsvölker und rot die Ableger. Es zeigt sich also bei den Völkern, denen kompletter Brutentnahme gemacht worden ist, mit der Brut dann ein Ableger gebildet worden, die dann behandelt worden sind, dass also die deutliche höhere Überlebensrate hatten als die Versuchsvölker. Und wenn man den Bestand der Völker betrachtet, hat man seinen Volksbestand quasi verdoppelt. Das zeigt jetzt auch den Effekt auf die Überwinterungsquote und den Einfluss der Brutentnahme bei der Honigbiene. Das sind die Milben pro Volk, die nachgewiesen worden sind. Und das in rechts sind die Milben pro Biene angegeben. Also bei der einmaligen Entnahme von der gesamten verdeckelten Brut und nach der Behandlung mit Ameisensäure findet man dann doch hier deutlich weniger Milben in den behandelten Völkern, also bei den Völkern, wo Brut entnommen worden ist. Bei entnommenen Brut lässt man dann die Brut auslaufen. Dann sind die Bienen oder die Milben auf den Bienen zugänglich für eine Behandlung. Hier, das ist also jetzt ein Ableger, nachdem die Brut ausgelaufen ist. Man sieht, dass sehr viele Milben auf den Bienen erreichbar sind. Und die kann man dann mit einer Sprühbehandlung oder auch mit einer Ameisensäure behandeln. Der Effekt auf die Völker bei einer zweimaligen Entnahme der verdeckelten Brut und Rückvereinigung des sanierten Ablegers auf die Volksentwicklung ist hier dargestellt. Die Versuchsvölker haben also einen deutlich niedrigeren Varroa-Befall als die Kontrollvölker. In den letzten Jahren ist das dann auch bei den Bieneninstituten aufgegriffen worden, ein Merkblatt vom Bieneninstitut Kirchheim, was die verschiedenen Möglichkeiten darstellt, wo man sich dann auswählen kann, was für seine Betriebsweise am besten passt, also von Ablegerbildung, Brutentnahme, Bannwabe, Fangwabe oder Brutpause. Und der Flyer ist dann hier dargestellt, Flyer 1. Wenn ich also jetzt die Völker vermehren möchte, mache ich eine komplette Brutentnahme mit Sammelbrutablegerbildung. Wenn ich die Königin eher nicht finden kann, dann muss man vielleicht doch eine komplette Brutentnahme, die Bienen abschütteln und die Waben dann vielleicht einschmelzen. Also hier gibt es verschiedene hier einen Entscheidungsbaum, wie man dann vorgehen kann. Ja, das hier nochmal in größer dargestellt. Ja, was mache ich dann mit den entnommenen Brutwaben oder den Einsatz einer Fangwabe? Man kann jetzt hier Wabentaschen einsetzen aus Absperrgitter, dort die Königin mit ein oder zwei Waben absperren und dann ist nur noch auf diesen abgesperrten Waben offene Brut verfügbar, mit der man dann die Varroamilben einfangen kann und anschließend kann man diese Waben entweder einer Wärmebehandlung zuführen oder einschmelzen. Bei dieser Einsatz dieser Wabentasche, wenn man die auf zwei Völker einsperrt, hat man dann nach dem Durchgang pro Volk noch zwei Waben, die man dann einsetzen kann. Und wenn sie wärmebehandelt sind, kann man die Waben auslaufen lassen und hinterher einschmelzen. Ja, die brutfreien Ableger kann man dann behandeln. Die Königin, nachgezogene Königin, schlüpft nach etwa 16 Tagen. Das hat man im letzten Kurs ja schon dargestellt gehabt. Dann braucht sie noch ein paar Tage, bis sie brünstig ist und begattet ist. Also im günstigsten Fall dauert es 22 Tage. Wenn das Wetter nicht so günstig ist, eher ein bisschen länger. Und dann bleiben noch 6 Tage Zeit, bis die ersten Zellen verdeckelt werden. Und derzeit kann man die Milben dann erfolgreich in den Ablegern behandeln. Man kann also durch die Ablegerbildung die reduzierte Kurve nochmals weiter reduzieren. Und wir kommen dann zur Befallskontrolle, zur Untersuchung darzustellen. Es gibt einmal klassischerweise die Möglichkeit, eine Windel einzulegen. Die sollte durch ein Gitter vor dem Zugriff vor den Bienen geschützt sein. Eine Ölbeschichtung der Einlage verhindert die Verschleppung der Milben durch Ameisen und Wind. Und die Auszählung soll nach 2 bis 3 Tagen erfolgen. Man rechnet dann um auf Milben pro Tag. Die Variante A ist, dass ich die Krepppapierrolle mit Pflanzenöl tränke, über Nacht einweiche und dann die geschützte Einlage mit diesem Küchenrollenpapier auslege. Heißt natürlich, dass ich das vorher vorbereiten muss.
und einfacher. Das war ein Tipp von dem Bienenzuchtberater von Kirchheim, vom Herrn Dreher. Man kann auch einfach hier Bio-Kettensägenöl nehmen, einen Farbroller und den Einschieber mit diesem Öl bestreichen. Das haftet gut und nachdem man es ausgezählt hat, wischt man es mit dem Gummiabzieher ab und kann dann, hat die Ablage wieder sauber. Ja, wie sieht es dann aus? So sieht jetzt beispielsweise eine Einlage aus, dass nach einer Varroa-Behandlung die Grenzwerte, die man so haben sollte, im Mai sollten maximal 3 Milben fallen, im Juli maximal 5 bis 10, im Oktober nach erfolgreicher Behandlung 0,5 bis 1 Milbe pro Tag. Ansonsten ist nochmal eine weitere Behandlung notwendig. Alternative zur Untersuchung der Bodeneinlage ist die Untersuchung von einer Bienenprobe. Dazu müssen lebende Bienen erstmal abgetötet werden, zum Beispiel durch Einfrieren. Verdeckelte Zellen muss man öffnen, kann in die Zellen dann hineinschauen. Die geöffneten Zellen kann man dann ähnlich bei das jetzt eine Drohnenwabe ausspülen. Die groben Bestandteile sieht man durch Grobsieb durch und die Milben bleiben dann im Feinsieb hängen. Und man kann da schon deutliche Unterschiede sehen, wie stark ein Volk befallen ist. Repräsentativ für den Bewertung des Befallsgrades ist das aber nicht. Hier nochmal ein paar Bilder von den Auswaschen von Drohnenbrut. Dann zur Puderzuckerdiagnose. Man braucht dazu ein Kilo Honigeimerchen mit einem Gitterdeckel, den man drauf schweißen kann, einen Messbecher, also etwa 100 Milliliter, trockenen Puderzucker, 35 Gramm und einen Honigeimer, wo man dann hinterher ausschüttet. Es gibt auch solche Siebeinrichtungen kommerziell zu kaufen, hier das mal dargestellt von der Firma Leson. Man kann in die einen Seite die Biene reinschüttern, dann kommt als Sieb dieser Einsatz rein und auf der anderen Seite der Schüttelbecher. Die Bienen werden von der Randwabe oder vom Honigraum entnommen, vom Brutraum ist es nicht repräsentativ. Man schüttelt die auf die Deckelfolie, wiegt sie dann in den Messbecher ab, gegebenenfalls wiegt man sie dann auch nochmal, gibt die Bienen dann in den Schüttelbecher, gibt den Puderzucker zu, wartet dann 3 Minuten, lässt sie sich intensiv putzen, rührt dabei vielleicht nochmal ein bisschen um und dann schüttelt man sie aus. Das Ganze kann man sich auch nochmal, ist auch dargestellt auf einer Merkblatt des Instituts in Kirchheim, das ich jetzt übergehe. Eine andere Methode mit Abtöten der Bienen ist die Auswaschmethode. Die Bienen werden genauso auch vom Honigraum oder von Randwaben entnommen, tiefgefroren, in den Messbecher gefüllt, abgewogen, kommt dann nur halt nicht in die Puderzuckerprobe, sondern in ein Glas, was etwa halb mit Wasser gefüllt ist, ein bisschen Spülmittel dazu, 15 Minuten einweichen lassen, zwischendurch mal kräftig schütteln, maximal 2 Stunden kann man stehen lassen und dann werden sie auch durch ein Doppelsieb intensiv durchgespült und ausgeklopft und auf dem Tuch kann man dann die Milben sehen. Die ausgezählte Milbenzahl wird durch das Bienengewicht geteilt und mit 10 multipliziert. Es gibt dann den Befallsgrad pro 100 Bienen, weil eine Biene etwa 0,1 Gramm wiegt. Zur Auswertung kann man sich wieder ein Arbeitsblatt vom Bieneninstitut in Kirchheim zu Rate ziehen. Das ist dann logarithmisch aufgetragen und farblich hinterlegt. Man trägt dann bei dem entsprechenden Datum die Messpunkte ein und kann dann extrapolieren, wann dann jetzt nur zwingend eine Behandlung notwendig werden wird. Das ist der Link, der dann zu diesem Arbeitsblatt führt. Aus Zeitgründen mache ich jetzt einfach mal weiter. Ergebnisse einer Untersuchung. Ein Volk, was eingegangen war, im Frühjahr dann im Nachgang untersucht, hatte als etwa 55% Varroa-Befall, also der Imker etwa halb so viele Varroa-Milben eingewintert wie Bienen. Beim schwachen Volk war es auch noch recht stark, der Befall. Und beim gesunden Volk war der Befall nur bei 2%. So, jetzt haben wir die Befallskontrolle im Sommer hinter uns. Jetzt kommt die Sommerbehandlung. Dabei darf man nur zugelassene Präparate verwenden. Im DB aktuell, im Oktober waren die veröffentlicht worden. Anlass war damals, dass die Apothekenpflicht für etliche Produkte aufgehoben worden ist. Hier sind also aus der Internetseite des Deutschen Imkerbundes die Auflistung der zugelassenen Wirkstoffe, einerseits bei Bienenvölkern mit Brut. Man sieht hier, man kann Ameisensäure, AP-Gard, Formivar verwenden oder Mitavec-Quickstreps. Dann gibt es Thymolpräparate. Varomet als einziges Oxalsäurepräparat für die Sommerbehandlung. Es wird dann mehrfach angewendet und auch synthetische Präparate. Für die Behandlung im Winter, greife ich schon mal vor, die kommt dann erst nachher, sind auch Milchsäure und im Wesentlichen Oxalsäurepräparate zugelassen. Hier wechsle ich jetzt mal auf den Link, die zugelassenen Arzneimittel für Honigbienen in Deutschland, eine Publikation öffentlich zugänglich. So, also hier ist nochmal ein umfangreicher Artikel aus dem Jahr 2018 mit den zugelassenen Bekämpfungsmethoden, die auch einerseits auch in die Präparate aufgelistet sind im ersten Teil. Und was sehr schön ist,
dass man auch die Zeiträume, wann man was anwenden darf, dokumentiert ist und nicht nur die Präparate aufgelistet, sondern auch die Anwendungsformen mit Bildern, dass es auch für den Anfänger gut geeignet ist, wie er das denn nun am besten einsetzen kann. Rückstandswerte sind genannt und jetzt hier wirklich für jedes Präparat das einfach auch mal bildlich dargestellt, also ein schöner Übersichtsartikel. Die Anwendung der Milchsäure ist hier abgebildet und Oxalsäurebehandlung getroffen, also ausführlich mit nicht nur die Zulassung beschrieben, sondern auch, wie es angewendet wird. Ja, für die Sommerbehandlung sollte man eben auch die Hinweise der Hersteller beachten, die Milchsäure 60% als Arzneimittel, eben auch nicht die technische, ist zugelassen. Und vielleicht auch hier mal eine Klarstellung, es dürfen nur zugelassene Präparate verwenden. Ich habe mal von einem gehört, ja, es ist zwar nicht zugelassen, aber es wäre ja nicht verboten. Also alles, was nicht zugelassen ist, ist verboten. So einfach ist die Regel. Andere Sachen darf man nicht anwenden. In der Anwendungshinweisen ist auch gegeben, wie viel da verdampfen muss und eine Empfehlung, welcher Verdampfer da geeignet ist. Auch ich finde diesen Hinweis am besten, also es gibt verschiedene Verdampfermöglichkeiten. Ich persönlich finde den Nassenheider Verdunster am besten, weil er relativ zuverlässig ist und Fehler gut vermieden werden. Das Prinzip ist, dass hier zwei Verdunstungswege in Frage kommen. Einerseits die Verdunstung nach oben, andererseits durch die Schwerkraft Tropfen nach unten. Dadurch wird es relativ temperaturunabhängig, weil die Schwerkraft unabhängig ist von der Temperatur. Diese Abbildung habe ich aus der ADIZ, Allgemeinen Deutschen Imkerzeitung 2005, entnommen. Und hier ist das dargestellt, bei niedriger Temperatur verdampft die Ameisensäure nicht so schnell. Es gibt einen größeren Klecks, durch die größere Fläche wird aber doch eine ausreichende Verdunstung für die Behandlung erreicht. Das beruht auf einer Untersuchung von Herrn Becker, der hat diesen Verdunst entwickelt und der hat hier nochmal die verschiedenen Temperaturkurven aufgetragen. Ja, so sieht das im Praktischen aus. Blick auf den Verdunster. Man sieht hier den Fleck, wie groß die Ameisensäure dann dort raus war. Im Magazin kann man es im Kasten oben drauf setzen. Man kann es aber auch im Ablegerkasten an die Seite mit dem Reißzwecken oben anpinnen, das Vlies, oder auch beim Hinterbehandlungskasten hinter das Fenster den Rähmchen, den Verdunster stellen und das Vlies in das Volk hineinschieben. Ja, so sieht es dann aus beim stark befallenen Volk nach Ameisensäurebehandlung. Und man kann also dann im Sommer nach der Sommertracht die Befallsrate deutlich reduzieren. Man kann sich aber auf diesem niedrigen Niveau nicht ausruhen. Es kommt zur Reinvasion. Das wurde auch von der Frau Frey untersucht in Baden-Württemberg, dass man also nach der Sommerbehandlung trotzdem nochmal eine Befallskontrolle im Oktober machen muss. Das Prinzip ist wie bei der ersten Behandlung dargestellt, deswegen wiederhole ich das jetzt nicht mehr, haken wir einfach ab. Wir kommen jetzt zur Winterbehandlung, um dann das hohe Niveau wieder auf ein verträgliches Niveau herunterzubringen. Winterbehandlung möglich ist eine Sprühbehandlung mit Milchsäure. Auch hier kann ich wieder auf den Artikel von eben verweisen. Behandlungen auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt sind möglich. Auch bei Hinterbehandlungskästen funktioniert das. Das ist eine zweimalige Behandlung im Abstand von wenigen Tagen. Ich will hier erstmal so ein eigenes Foto dokumentieren. Als Beispiel habe ich auch einen Hinterbehandlungskasten, um das den Imkern zu zeigen. Ich bin dabei so vorgegangen, erstmal alle Waben zügig herausgenommen, in eine Styroporkiste abgestellt und beim Wiederreinstellen in den Kasten habe ich sie dann mit der Milchsäure besprüht. Das ist hier dargestellt. Und am Ende sind dann nur 10 oder 20 Bienen abgefallen, die ich dann im Styroporkasten aufsammeln konnte und auch zurückgeben konnte. Also auch bei niedrigen Temperaturen kann man im Hinterbehandlungskasten diese Behandlung durchführen. Die zweite Methode ist die Träufelbehandlung mit Oxalsäure. Dafür muss das Volk brutfrei sein. Die Oxalsäure-Zuckerlösung muss man ansetzen und kann die mit einer Einwegspritze oder mit der Dosiermechanismus, den man vom Perizin vielleicht noch hat, auftragen. 30 Milliliter verwendet man beim schwachen Volk, bei 50 Milliliter beim starken Volk. Dosis etwa 5 Milliliter pro Wabengasse. Dabei soll die Säure die Bienen treffen und nicht die Waben, weil nur das, was die Bienen trifft, wirkt dann. Ja, dazu gibt es auch eine Leseprobe in dem Bienen und Natur, die man sich online abrufen kann. Deckt sich aber mit dem, was ich eben genannt habe, nochmal eine kleine Fotogalerie. Das ist die Dosiereinrichtung für das Perizin. Man kann es in die Wabengassen reinträufeln. Auch beim Hinterbehandlungskasten funktioniert das, wenn der Honigraum frei ist, kann man das, geht da hochklappen und von oben in die Gasse träufeln. Man sieht natürlich nicht so gut, wo die Bienen sitzen. Und das ist jetzt der nach der Behandlung. Man sieht, dass auch einige Bienen dabei abgefallen sind, aber
Ohne Behandlung würde das ganze Volk eingehen. Ja, das Krankheitsbild zum Schluss nochmal kurz. Wer sich also bislang nicht ausreichend behandelt hat, der wird sich dann am Ende der Saison ein böses Erwachen erleben. Das hier ist ein Hilferuf von einem Imker gewesen, der sein Volk auf 3 Langstrutzhagen eingewintert hat und dann mich dazu rief, weil es praktisch kaum noch Bienen da waren. Hier fliegt noch eine Wespe oben drauf und er hatte einen Vergiftungsschaden vermutet. Das ist jetzt die 2. Zarge und das ist die unterste Zarge. Da sitzt noch ein Häufchen Bienen und das ist der Boden und das ist jetzt die Nahaufnahme von dem Häufchen Bienen. Und wer mal Muße hat, kann ja mal die Milben zählen, die hier drauf sitzen. Und es ist schon so viel Befall, dass die unter dem Abdomen, wo sie normalerweise sitzen, gar keinen Platz mehr hatten, also oben drauf schon sitzen müssen. Ja, auch Blick in die restliche Brut, die da war, überall Parasitierung mit Milben. Das folgt dann dazu, dass dann sich Hungerschwärme auch bilden, wenn die Bienen zu stark parasitiert sind. Das war ein Schwarm im September, ein kleines Häufchen, was dann ausgezogen ist. Ein normaler Schwarm sollte etwa so aussehen, aber im September sollten eigentlich gar keine Schwärme mehr fallen. Ja, und damit bin ich jetzt am Ende und möchte im Abschließen nochmal als Abschlussbild die Imker-App des DIB stehen lassen und bin mal gespannt, ob jetzt Fragen kommen. Gut, also erstmal ganz, ganz vielen Dank für den interessanten Vortrag. Eine Frage habe ich schon von Michael. Ich schalte mal das Audio ein und du kannst die Frage selber stellen. Mhm, super. Und zwar, ob das mit der Varroa-Milbe auch für Österreich gilt? Im Prinzip ja, aber muss ich bei den Zulassungsbedingungen erkundigen. In Österreich sind einige Präparate zugelassen, die bei uns nicht zugelassen sind. Okay. Ich glaube, in Österreich gibt es, glaube ich, auch die Verdampfung, die ist in Deutschland nicht zugelassen. Und manche Präparate, die inzwischen bei uns auch zugelassen waren, in Österreich schon vorher zugelassen. Also die Zulassung ist immer national. Es gibt auch manche, die in ganz Europa zugelassen sind, aber da können Sie sicherlich bei Ihrem Imkerbund oder beim Veterinäramt erkundigen. Das ist also national unterschiedlich, welche Präparate verfügbar sind. Okay, danke. Ich habe noch eine Frage selber mir mitnotiert, weil ich weiß nicht, ob alles bekannt ist, diese komplette Brutentnahme, wie man die macht und wann man die macht. Ja, also die komplette Brutentnahme macht man am besten idealerweise so etwa 14 Tage vor Trachtende, nicht zu spät im Jahr. Dann hat man den optimalen Honigertrag kombiniert, weil die Entwicklung der Bienen ja etwa 40 Tage von Eierablage bis die Trachtbiene ist, dauert, dann wäre sie sowieso erst nach Trachtende fertig. Das heißt, da hat man den geringsten Einfluss auf das Bienenvolk oder den geringsten negativen Einfluss auf das Bienenvolk. Ich nehme also alle Waben, schüttel die zügig ab und gebe die an das Volk zurück und die Brutwaben mit etwa einer Handvoll Bienen pro Wabe gebe ich in extra Ablegerkasten, lasse dann dort die Brut auslaufen, dass ich behandeln kann oder mache bei der verdeckelten Brut eine Wärmebehandlung. Notfalls kann ich die Behandlung auch nochmal wiederholen. Das war ja auch genannt bei der Doktorarbeit von Herrn Radke, zweimalige Brutentnahme. Und ich weiß vom Erfahrungsbericht von einer Imkerkollegin hier, die im Spätsommer sehr starken Milbenbefall festgestellt hat, die hat dann Ende September nochmal eine komplette Brutentnahme gemacht und das Volk hat dann gut überwintert und sie hat damit den Milbenbefall gut in den Griff bekommen. Also für maximalen Honigertrag wird er 14 Tage vor Trachtende, wenn man das abschätzen kann. Und ja, insbesondere wenn man vielleicht nochmal eine Spättracht nutzen will, dann sagen wir zu einer späten Schwarmsaison hat man das optimale Verhältnis, weil man dann auch das Schwarmverhalten nachahmt. Vielen Dank. Ich mache das nämlich auch und ich finde das eine spannende Methode. Ich habe noch eine Frage jetzt hier von einem Frank Kur. Ich gebe mal das Mikrofon einfach frei und er kann die Frage selber nochmal stellen. Wie können sich Bienen durch hygienisches Verhalten den Befall beeinflussen? Ja, sehr stark. Ich bin jetzt auf die Zucht gar nicht eingegangen, weil die noch nicht praxisreif ist, aber ich denke, die Züchter und auch die Bieneninstitute, die sich damit befassen, sind auf einem guten Weg. Es gibt hier in Deutschland die Arbeitsgemeinschaft für Toleranzzucht und auch bei den Backfast-Imkern gibt es mehrere Gruppen, die sich damit beschäftigen und es gibt dort so verschiedene Abkürzungen, die da eine Rolle spielen, wie beispielsweise SMR für Suppressed Mite Reproduction oder auch REC, REC, für Recapping. Das sind also die Bienen, die erkennen, dass eine Zelle befallen ist und die dann öffnen und dadurch die Varroa in ihrer Reproduktion stören oder wenn es stark befallen ist, auch sogar ganz ausräumen. Also es sind verschiedene Hygieneverhalten, die die Bienen zeigen können. Die Mechanismen sind in allen Rassen, sowohl bei der Carnica, Backfast als auch Mellifera vorhanden, wo sie jetzt nur herauszüchten.
Und die Untersuchung ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme, aber ich denke, auf lange Sicht wird man da sicherlich auch erfolgreich oder sein, dass man nicht mehr so viel behandeln muss. Denn es gibt ja verschiedene Populationen, die jetzt auch schon mit der Varroamilbe zurechtkommen. Einige in Norwegen, in Südfrankreich. Das funktioniert natürlich nur, so eine Population herauszuzüchten, wenn man relativ alleine ist in Feld und Flur. Also im städtischen Bereich, wo die Bienen sehr dicht aufeinander hängen, wird man immer wieder Reinvasion von anderen Völkern haben, dass man da wahrscheinlich nicht wirklich so erfolgreich ist. Aber wenn man allein auf weiter Flur ist, eine Biene hat, die gutes Hygieneverhalten zeigt, gute Abwehrmechanismen gegen die Varroa, und man dann das kombiniert mit biotechnischen Maßnahmen, kann man vielleicht auch damit alleine zurechtkommen. Aber wie gesagt, die Zucht ist auch ein Weg, der bestritten wird, aber noch nicht praxisreif ist. Gut, danke. Ich habe mal von einem Züchter gehört, der lässt an seine Königin keine Oxalsäure ran im Winter, Winterbehandlung, weil das doch die Bienen relativ stark schädigen könnte. Was ist denn zu dieser Oxalsäurebehandlung so im Winter noch zu sagen? Worauf sollte man da aufpassen? Und ja, also die Oxalsäure ist auch für die Bienen stark belastend. Ich kann den Züchter also gut verstehen. Ich habe immer die Hoffnung, dass die Königin vielleicht nicht so direkt getroffen wird, weil die auch im Zentrum der Traube ist. Und wenn die Bienen in der Gasse betroffen werden, erstmal die Arbeitsbienen getroffen werden und die Königin vielleicht auf ihrer guten Ernährung etwas robuster ist als die Arbeitsbienen. Aber grundsätzlich gilt, dass eine Biene in ihrem Leben nur einmal Kontakt mit Oxalsäure haben sollte. Deswegen hat der Dr. Liebig mal den Spruch geprägt, zwei Behandlungen sind eine zu viel. Und es gibt ja auch die Rezepte, wo man diese Oxalsäure mehrfach anwendet, aber da geht man davon aus, dass es halt immer andere Bienen trifft. Also man sollte die Oxalsäure schon vorsichtig anwenden. Auch der Anwender selber sollte Handschuhe dabei betragen. Die wird auch durch die Haut aufgenommen und ist auch für Menschen nicht besonders gesund. Also eher schädlich. Gut, vielen Dank. Ich würde jetzt nochmal dem Herrn Eberhardt Mikrofon freischalten, wenn es mit dir geht. Da kann er seinen Tipp aus dem Chat vielleicht selber noch in die Runde geben. Er hat kein Mikrofon, hat er mir gerade geschrieben. Also er hat gesagt, es gibt noch ein sehr gutes Video von Dr. Paul Sievert, in dem man das Öffnen der Brutelle im Bedarfsfall durch die Arbeiterin sieht. Ich meine, kann man eventuell nachgucken. Das steht jetzt im Chat drin. Das nehme ich dann mit in das Video mit rein und gebe den Hinweis mit rein. Gut, gibt es sonst noch weitere Fragen aus der Runde? Wenn das nicht der Fall ist, ich sehe jetzt noch keine weitere Frage, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich nochmal bei Ihnen, Herr Dr. Hart, für den sehr interessanten Vortrag und für die Beispiele. Und bedanke mich natürlich auch für alle Teilnehmer, die mit dabei gewesen sind und sich einen Sonntagabend dafür freigenommen haben. Also ganz vielen Dank nochmal. Ja, ich danke auch für die Teilnahme.